Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, es war ein harter Kampf auf jeden Fall. Nicht ganz so einfach, wie es für uns als Verteidiger gegen Fürth jetzt war, wo wir relativ viel Ballbesitz hatten und die Möglichkeiten ja eigentlich pro Minute erspielt haben. Wir haben die ersten Minuten auf jeden Fall gebraucht, ins Spiel zu kommen, haben aber dann eigentlich das ganz gut gemacht. Ich denke, ja, letztendlich die Null spricht dafür, dass wir wieder vieles richtig gemacht haben. Dass wir immer treffen können, das haben wir schon oft genug bewiesen. Ist natürlich ja schön oder glücklich, dass es dann so mit dem Freistoß klappt. Haben dann lange Zeit verpasst, die Entscheidung auf unsere Seite sozusagen zu ziehen. Und deswegen wurde es dann bis zum Ende hin spannend. Aber es ist ja schön, dass wir dann nach dem Punkt gegen Fürth dann mit 3 Punkten weitermachen konnten. Ja, ich persönlich natürlich auch. Bin natürlich, wie du sagst, Distanz ist natürlich ein bisschen weiter noch als jetzt die beiden wie Tom gegen Fürth, kann ich mich erinnern, wo es knapp war. Jetzt Flo gegen Bochum. Da brauche ich dann doch noch ein paar Meter weiter Richtung unser Tor, dass ich auch ran darf. Ja, kann man leider nicht voraussehen, wann es wieder passiert. Ich bin ja gerne bereit dafür, bald wieder ein Tor zu machen. Ja, also die Hinrunde war schon ein kleiner Knick in meiner bisher noch relativ jungen Karriere. Kannte ich bisher so nicht. Aber ich bin eigentlich ein Typ, der viel Positives aus so einer Phase auch zieht. Ja, es hilft nichts. Es ist ein Abschnitt, auf den man nicht stolz ist, aber trotzdem geht es weiter. Ich denke, ich habe davor die 2 Jahre schon oft genug für Bielefeld bewiesen, ja, was ich imstande bin zu leisten. Und genauso habe ich es trotzdem jedes Training versucht, dem Trainerteam das auch zu zeigen natürlich. Ja, und deswegen war es schön. Ich habe eine gute Vorbereitung gespielt. Ich bin jetzt gut in die Rückserie gekommen. Deswegen versuche ich, den Schwung mitzunehmen. Dieses halbe Jahr ja so gut wie möglich zu vergessen, so ganz kann man es nicht. Aber ich versuche echt ja, das Beste draus zu machen und nur nach vorne zu schauen. Ja, ein kleines Tief auf jeden Fall, aber für mich ganz klar die Mannschaft Nummer 1 fürs Aufstiegsrennen. Ja, wir sind derzeit 2 Punkte vor Union, soweit ich das weiß. Sicher andere Ansprüche auf Berliner Seiten. Deswegen wird es interessant zu sehen, jetzt nach den vergangenen Spielen, wie sie jetzt bei uns auftreten. Ich denke, dass wir in der Vergangenheit vor allem hier zu Hause auch gegen Union immer ein gutes Spiel gemacht haben. Deswegen kann man darauf bauen. Und ja, wie ich gesagt habe, es wird interessant zu sehen, die Reaktion von Union. Ich denke, es ist viel Druck auf deren Seite. Und ja, da gilt es für uns, in die Runde sozusagen zu fassen. Genau, einen Matchplan gibt es klar, den werde ich wahrscheinlich hier nicht jetzt euch sagen. Ja, wir wissen alle, in jedem Mannschaftsteil ist enorm viel Qualität. Wir werden sicher morgen noch ein paar Bilder zur Union Berlin sehen. Ja, jeder kennt die Mannschaft, jeder kennt eigentlich jeden Spieler in- und auswendig. Vorne enorm viel Qualität, was ja, Torabschluss, Schnelligkeit anbelangt und hinten ja viele Große dabei, die kopfballstark sind, die robust sind. Ja, wir haben gegen jeden Gegner oft genug gezeigt, dass auch unsere Qualität oftmals gleich, wenn nicht sogar besser ist als der Gegner. Und ja, da gilt es dann die nächsten Tage noch einen Matchplan sich zu erarbeiten und das dann am Montag so gut es geht umzusetzen. Ja, angekommen haben wir uns, wir sind ja mittlerweile zu dritt schon ja von Tag 1 an. Ja. Ist eine gute Frage. Wir sind dadurch, dass wir einen Hund haben, auch auf vielen Grünflächen, oftmals in der Sparrenburg, weil man da, denke ich, ganz gut sich mit dem Hund bewegen kann. Ansonsten mit unserem kleinen Spielplätze, auf denen war ich vorher nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen komisch gewesen als erwachsener Mann. Deswegen war ich da nicht. Ansonsten sind wir gerne in der Altstadt. Da bewegen wir uns sehr gerne, wenn wir mal Glück haben und gutes Wetter sein sollte. Die kann man ja leider an einer Hand abzählen, die Tage. Dann ist es, glaube ich, sehr schön in der Altstadt. Da gibt es viele schöne Ecken. Ja, also es ist sehr, sehr zentrumlastig, weil wir auch nicht weit vom Zentrum entfernt wohnen. Deswegen, also es gibt ein paar Ecken, die schön sind, an denen wir gerne sind. Aber an denen waren wir auch schon vorher, bevor wir noch kein Kind hatten. Ja, ist ganz witzig, weil ich eigentlich von klein auf Werder-Fan bin. Deswegen ist die Verbindung witzig, dass ich damals zum HSV gewechselt bin.
ja, wie der Fußball das manchmal so will, hat es einfach zu dem Zeitpunkt besser gepasst. Zur derzeitigen Lage ist es schwierig für mich, weil im Grunde ja, knappe 10 Jahre dazwischen liegen und nicht mehr allzu viele Spieler, allzu viele Verantwortliche bei dem Verein sind. Ja, deswegen wäre mein Urteil jetzt nur als ein Außenstehender, der keinen Bezug im Grunde mehr zu dem Verein hat. Ja, ich glaube, wie viele andere sieht man, dass sehr viel falsch läuft beim HSV. Was es genau ist, das kann ich leider auch nicht sagen. Trotzdem hat der Verein extrem viel Potenzial und ja, gehört einfach in die Bundesliga. Deswegen hoffe ich trotzdem, ja, auch als ehemaliger Spieler, dass sie natürlich in der Bundesliga bleiben. Und ja, was sich da noch entwickelt, wird man dann, glaube ich, die nächsten Wochen, die entscheidend sein werden für alle, dann auch sehen.